KKM-Videostudio zeigt Karneval in Mayen 1991-92. Auftakt des Mainer Karnevals am 11.11. Bei sehr schlechtem Wetter ging es zum Marktplatz. Jetzt die Schläuche abstellen kann und dann könnte seine Flamme kommen, denn das Motto heißt ja Feuer und Flamme für den Mainer Karneval. Flamme haben wir heute Morgen noch gar nicht gesehen, aber Wasser haben wir schon viel gesehen. Meine lieben Herren und Herren, wir haben einen neuen Prinzen. Gestern Abend haben wir ihn gekürt im Saal des alten Fritz und heute Morgen werden wir ihn nochmal offiziell hier küren.
auf diesem herrlichen Marktplatz, der uns immer hier zur Verfügung steht, heute das Rathaus etwas verbaut, aber nichtsdestotrotz, die Karnevalisten kann er nicht erschüttern. Seine Autorität mit seinem Gefolge ist angetreten, um hier seine ersten närrischen Worte zu sprechen. Autorität, liege das Mikrofon. Dankeschön. Meine lieben Herren und Narren, ich danke euch, dass ihr heute Morgen so zahlreich hier erschienen seid. Und mich freut es ganz besonders, gerade bei diesem Wetter, dass sämtliche Kooperationen da mitgegangen sind, um bei diesem Wetter hier mitzugehen. Ich verspreche euch, am großen Montag werde ich einen Schlüssel besorgen, dass man das Wasser abstellen kann. Und das werde ich mal versuchen, auf jeden Fall. Das ist die Idealismus, das ist Fasnacht in Mayen. Auf die Mainer Fasnacht, ein dreifach deftiges Mayen! Mayen! So, wir kommen jetzt zu dem Punkt, und zwar, wir haben einen Hofstaat, beziehungsweise eine Prinzessin, die ich mitgebracht habe. Wir waren der Meinung gewesen, der Bernd und die Margret haben das in der Saison dieses Jahr herrlich gemacht. Und ich und meine Frau waren der Auffassung, wieder ein Prinzenpaar in diesem Jahr zu stellen. Und wir haben gedacht, wo man der Bernd ein kleiner war, da muss man kräftig ein dicker hin. Und deshalb habe ich meine Frau mitgebracht, auch als Prinzen oder als Prinzessin. Und deshalb wollte ich gerade meine Frau vorstellen. Sie ist also praktisch beim Caritasverband beschäftigt und ist mit dem Fasnacht in Mayen verwandt. Das heißt, sie ist bei den Umzügen und versämtlichen Karnevalsveranstaltungen mit dabei. Auf die Prinzessin, ein dreifach kräftiges Mayen! Mayen! Ja, liebe Herren und Narren, jetzt stehen wir hier im Regen. Aber wir werden sehen, dass wir ganz schnell das Ganze über die Bühne bringen. Ich begrüße euch ganz herzlich mit einem dreifach kräftigen Mayen. Hallo! Mayen! Ja, der Bert hat gerade so liebe Worte gefunden und ich möchte mich auch ganz kurz fassen. Deshalb möchte ich ein paar Worte über ihn dann verwenden. Und zwar sorgt der Pferd immer dafür, dass in Mayen das Wasser fließt. Denn er ist technischer Leiter der Wasserversorgung. Deshalb bringt er doch heute so. Außerdem ist er, wie er vielen bekannt ist, ist er Wehrleiter der Feuerwehr, das seit 6 Jahren. Und er hat sich in diesem Jahr vorgenommen, den Feuerwehrhelm mit der Narrenkappe zu vertauschen, um euer Prinz zu sein. Wir machen das jetzt in Kurzform, der Pferd wird euch jetzt den Hofstadtmann vorstellen. So, zu einem Prinzenpaar gehört auch praktisch ein Hofstaat. Ich darf die beiden Pagen, Manuela Schäfer und Roswitha Zilligen, vorstellen. Manuela Schäfer, sie kommt aus einem berühmten Dorf, das heißt, ihr wisst ja alle, wo die Margret oder Prinzessin Margret die Erste oder der Oberbürgermeister A.D. Nellherr ist, aus Kottenheim. Hallo! Auf die Manuela, ein dreifach kräftiges Mayen! Kindergarten beschäftigt in Herz Jesu und wird versuchen, die Motivation bei den Kindern mitzubringen, dass sie im Karneval auch gut eingestimmt sind. Jetzt kommen wir zu der Pagen Roswitha. Roswitha ist also praktisch beim Ex-Prinz Jakob, wollte ich schon sagen, beim Stefan beschäftigt und ist also auch beim Karnevalzügen und im Karneval immer tätig. Auf die Roswitha, ein dreifach kräftiges Mayen! Wir haben auch einen sogenannten Majedomus, und zwar ist das unser Horst Helmes. Der Herr Horst ist also zuständig für die Terminabsprachen, für Beschwerden. Die können also alle beim Horst abgegeben werden. Ich weiß nicht, wo der Horst ist. Er hat sich versteckt. Horst, grüßen. Er hat sich nicht auf der Frühschoppen, habe ich gerade gehört. Auf jeden Fall, der Horst ist der Ansprechpartner. Wir haben also das vor, sondern auch in der Rheinzeitung festzusetzen, wann und wie. Telefonnummer und dergleichen. Unser diesjähriges Motto heißt Feuer und Flammen für den Mainer Karneval. Das ist also das diesjährige Motto für diese Kampagne. Das Prinzenballet in diesem Jahr oder diese Kampagne ist unten im Hotel Neutor. Ja, wir kommen noch zu dem Mundcheck, das ist klar. Das macht die Prinzessin. So, ich habe jetzt die Freude, euch unsere männlichen Begleiter für die kommende Session vorzustellen. Das ist einmal unser Mundschenk, der Peter Reuter. Der Peter
Peter ist euch, also vielen von euch bekannt, als Tambourmajor des Spielmannszuges der Feuerwehr. Aber der Peter wird euch in diesem Jahr den Becher der Freude reichen und immer dafür sorgen, dass er mit köstlichem Nass gefüllt ist. Unser Hofnarr ist der Jürgen Stolz. Feuer! Der auch, genau wie der Peter, aktives Feuerwehrmitglied ist. Der Jürgen arbeitet im Stadtfuchs und er wird in diesem Jahr versuchen, er wird in diesem Jahr dann versuchen, euer Eulenspiegel zu sein. Auf den beiden oder auf den Hofstaat an Dreifer bleibt die Smallen. Liebe Narren und Narren, ich hoffe und wünsche, dass ihr uns in diesem Kampagnenus unterstützt, dass ihr Veranstaltungen, Umzügen und dergleichen mitmacht und dass also der Fastnacht ein Fest der Freude ist und er also praktisch nicht mehr wegzudenken, beziehungsweise dass es eine ernste Sache gibt. Und ich hoffe und wünsche, dass wir auf jeden Fall im großen Montag besser Wetter haben. Auf dem Mainer Karneval, ein Dreifer greift ins Bein! Danke, Tollität, für die lehrischen Worte am heutigen Morgen. Ich muss sagen, du bist nach diesem anstrengenden Abend ja richtig schon fit heute Morgen. Das lässt darauf schließen, dass du die Kampagne hervorragend überstehen wirst. Meine lieben Herren und Herren, wir wollen aber trotzdem, dass es hier so regnet, doch einen kleinen Dschungelwalzer spielen. Ich darf die Kapelle bitten, dass uns ein bisschen warm schunkeln vielleicht. Und in dem Fall, lieber Wunschek, darfst du mir den Kelch reichen, trinke ich dann den ersten Schluck auf die kommende Session. Sehr zum Wohle allerseits. Hörte und hörte nicht auf. Es war ein sehr schlechtes Wetter an diesem Sonntagmorgen am 11.11. Ich danke der Feuerwehrkapelle für diesen hervorragenden Schüttelwalzer. Meine lieben Damen und Herren, wir blieben zwar gerne noch 4 Stunden hier, wir hätten auch Programm dafür, aber leider macht uns das Wetter einen Strich, so müssen wir das alles jetzt unten ins Neutor, ins Prinzenpalais verlegen und wir erwarten Sie da gerne zu Tausenden in diesem hervorragenden Saal, der da unten ist. Und ich darf jetzt mich nochmal recht herzlich bedanken bei allen, die heute Morgen mitgemacht haben, bei den vor allen Dingen...
Da wo's gemütlich ist, bin ich dabei. Da bin ich immer dabei. Kinder, wer hätte es je gedacht, dass dieser Blödsinn so glücklich macht. Doch gibt es keinen Unsinn mehr, das Leben viel zu schwer. Hei, sei, jo, hei, dit, 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 dein, wo es gewünscht ist, bin ich dabei. Hei, sei, jo, hei, dit, 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 dein, da bin ich immer dabei. Hei, sei, jo, hei, dit, 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 dein, la, 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 la. Ob du ein Mädel im Spreewald bist oder bei uns in Mainz am Rhein, gemütlich muss es sein. Heise, jo, hei, din, 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 dein, da wo's gemütlich ist, bin ich dabei. Heise, jo, hei, din, 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 dein, da hab ich immer alles klar. Heise, jo, hei, din, 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 dein. Nee, der wollte nicht aufstehen. Das kommt als Buch, ich schon genau wie jetzt. Und sogar ganz ohne Netz. Ich verroppe Zeitung, wenn die Wut mich packt. Obwohl die Fetze da vielleicht im Wasser lag. Ja, ich werde das Ass von unserem Sportverein. Leider sieht der Vorstand das nicht ein. Ich stemm die Fleisch. Ein zweifach kräftiges Andernach! Prinzenproklamation seiner Qualitäten.
und später deine Küsse im hellen Mondenschein. All das hat unsere Herzen total verrückt gemacht. Und dadurch kam die Liebe, die Liebe, die Liebe. Und hier befinden wir uns im Feuerwehrdepot. Das war das neue Signal. Was ist das? Was ist das?